Hallo Leute und willkommen zurück zu Space Engineers. Naja, toll. Ja, muss ich im nächsten Part gucken. Man musste komplette Space Engineers neu laden, also komplett mal ausmachen und dann neu laden. Na? Und dann wird DirectX 11 erst aktiv, aber ich sehe gerade, meine Skybox ist weg. Die scheint mit DirectX 11 wohl nicht kompatibel zu sein. So, jetzt könnt ihr hier auch mal gucken. Wenn ich jetzt hier in den Schatten gucke, ja, wird das mit der Zeit dann so ein bisschen heller. Aber wenn ich jetzt hier in die Sonne gucke, ja, eine kleine Unschärfe. Ne? Ja, man könnte auch so ein bisschen sehen hier. Die Texturen, die sehen schon ein bisschen anders aus. Ne? Eieiei. Ja. Das sieht schon alles etwas anders da aus. Ja. Okay, das sieht jetzt natürlich auch ein bisschen komisch aus. Was ist denn das so ausgeleuchtet? Oh. Wenn ich jetzt hier reingehe, ja, wird das mit der Zeit dann auch richtig duster. Na. Aber normalerweise dürfte es hier drinnen nicht großartig so hell sein. Ich muss... Wie ich immer diese Taste suche, ne? Das Jetpack. Ja. Also, jetzt ist das Spiel auf jeden Fall auf DirectX 11. Aber was mich halt so ein bisschen gerade irritiert... Eieiei, das sticht gerade so ein bisschen in die Augen, ey. Nee, man kann die Tatsache nicht ausstellen. Aber wieso leuchten die gerade nicht? Ah. Wieso leuchten die gerade nicht? Komischerweise, wenn ich es ausstelle, dann leuchten sie. Eieiei. Alter, was ist denn hier los? Irgendwie... Ja, guckt euch das Hut an, das sieht so ganz komisch aus. Ja. Naja. Hm. Tja, keine Ahnung. Montageanlage. Ja, könnt ihr ja gucken, wenn ich hier jetzt die Montageanlage ausmache, leuchten sie. Mache ich sie an, leuchten sie nicht mehr. Ist ein bisschen merkwürdig. Eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Oder funktionieren sie jetzt nicht, weil sie keinen Strom haben. So, mal gucken, wenn ich das jetzt ausmache. Ah, weil nicht genug Strom da war. Ja, aber jetzt könnt ihr auch mal die Lichteffekte sehen, ne? Die ganzen Panels und so weiter, die leuchten jetzt auch richtig. Na? Mal gucken, wie sieht der Schatten von den Engineer aus. Ja, auch wenn man jetzt mehrere Lichtquellen hat, der Schatten, der teilt sich dann so ein bisschen. Ne? Wie man das halt aus dem richtigen Leben kennt. Aber das ist jetzt so ein bisschen schade, dass meine Skybox nicht mehr funktioniert. Da müsste ich den halt nochmal gucken. Ja, werde ich zwischen diesen beiden Aufnahmen gucken. Würde ich halt in der nächsten Aufnahme mal gucken. Aber kann natürlich auch sein, dass die Skybox jetzt halt nicht DirectX 11 fähig ist.
So. Ja. Okay. Auch diese Platten, die sehen etwas anders aus. Ha. Aber ich hab sie halt nicht umgefährt, ne? So. Jetzt hat er wieder Luft aus der Flasche gerade genommen. Au. Hier. Achtet mal hier ein bisschen auf den Schatten. Wenn ich jetzt schweiße, geht der Schatten so ein bisschen weg. Ah, das ist auch nicht schlecht. Ja, aber dass das Hut so überleuchtet ist, das weiß ich nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Und da fehlt mir noch Stahlrohr klein. Da fehlt mir auch noch Stahlrohr klein. Da fehlt mir noch Metal Grid. Da fehlt mir auch noch Metallgerüste. Ja, eine ganze Menge Metallgerüste fehlen mir noch. Hier fehlt mir wieder Stahlrohr klein. Hier wieder Metallgerüste, Stahlrohr klein. Metallgerüste, Stahlrohr klein. Metallgerüste, Stahlrohr klein. Boah. Na, könnt ihr euch jedenfalls merken, ihr müsst das komplette Space Engineers dann komplett ausstellen. Na. So. Ja, aber wie gesagt, hier mit der Rampe müsste ich vielleicht mal gucken. Vielleicht sogar ein bisschen weiter nach vorne noch. Damit das halt nicht so hakt. Ja, hier müsste ich noch einen dran setzen. So. Oh, den kann ich sogar komplett fertig machen hier. Jo. Ja. Ah, jetzt fehlen mir jedenfalls eine ganze Menge Stahlrohr klein. Und Metallgerüste. Ja, so. Das müsste ich normalerweise alles drin haben. So. Ja, die sind nicht gerade leicht, diese Metallgerüste. Ja. So. Na, ja, mal gucken, wie lange es halt noch dauert, hier die ganzen Klamotten hier fertig zu machen. Ja, das Conveyor Belt unten muss ich auch noch fertig machen. Da war ich ja auch noch in Gang. Wow. Und hier will ich den halt noch so eine Art Luftschleuse dann halt noch hinbauen für das Fahrzeug. Muss ich den halt auch gucken, wie ich das am besten baue. So. Naja. So, was fehlt mir? Oh, schon wieder Metallgerüste. Hey, hey, hey. Die mal kurz weg hier. So. Ich brauche mal nur Metallgerüste jetzt. Kann ich die nämlich fertig schweißen. So. Stahlrohr klein. Da fehlt noch ein Stahlrohr klein. Aber dann habe ich wenigstens eine komplette Abdeckung, dann sieht man diese ganze Mechanik nicht mehr so. Ja gut, der Spalt hier, der ärgert mich so ein bisschen. Aber das ist halt durch den Pisten. Na. Das ist halt durch den Pisten, die zwei, ja, Platten von den Pistons. Na,
Die schieben das ja nochmal so ein ganz kleines bisschen raus. So, wenn wir jetzt fertig oder nicht? Ne, hier fehlt schon wieder Metallgerüste, Stahlrohr klein. Eieieiei. Da geht ja ganz schön Material drauf. Und das nur für so ein paar kleinere. Paar kleine Platten. So, was ist denn jetzt hier? Eieieiei. 8, 9, 10. Alter, da habe ich die 1000 Metallgerüste schon verballert, ey. Ist heftig. Auch nochmal 1000 Stahlrohr klein am besten. So. Naja. Na. Ja, Eisen haben wir aber immer noch nicht genug. Müssen wir auch bald mal wieder Eisen herstellen. Aber wieso ist das jetzt so überstrahlt? Grafik. Ah. Hoffentlich muss ich das jetzt, das Spiel nicht wieder neu starten. Das jetzt hier umändere. Was haben wir denn da? FXAA oder MSAA? Gucken, wie sieht das denn aus? Ja, na komm. Naja, Hauptsache das Spiel stürzt mir jetzt nicht ab, ey. Na komm schon. Ja, oh Gott, schon lange gebraucht jetzt. Okay. Texturqualität ist auf Maximum. Antistrophfilter ist auf 16. Ach so. Okay, ja, dann machen wir es, stellen wir es mal so auf High. Okay. Das ist trotzdem so ein bisschen überstrahlt. Jo, naja, toll. Ja, wie ich schon gesagt habe, Eisen. Barren fehlen uns schon wieder. Hui. Ist ja jetzt aber ganz schön schnell gewesen. Ja, ich habe jetzt auch nicht offline weitergespielt oder so. Das ist immer noch derselbe Stand. Kurz nach. Ja. Ist immer noch derselbe Stand, wo wir aufgehört haben das letzte Mal. So, dann schweiß ich nochmal die ganzen Metallgerüste hier rein. Fehlt wieder Stahlrohr klein. Ja, aber. Könnt ihr ja schon sehen hier, was das für ein Unterschied ist, durch die zwei Pistons, ne? Wie viel da rausgekommen ist. Das ist so ein bisschen schade eigentlich. So. Interne Panzerung fehlt uns auch noch so ein bisschen. Okay. So. Da hatte ich ja eigentlich vor, das so dran zu machen. Ist denn überhaupt Licht an?
Nee. Gut, mal kurz das Ding hochfahren. So. Ja, aber wegen der Luftschleuser muss ich dann halt mal gucken, weil... Na. Herstellungskomponenten fehlen mir da. Ja, da muss ich dann halt mal gucken, wie ich die Luftschleuse baue. Herstellungskomponenten. Alter. Na gut, da habe ich ja noch eine ganze Ecke. So. Komm ich jetzt hier irgendwo. Okay, so ein kleiner Grafikfehler. So. Nee, nicht verbesserter Motor. Motorsteg. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Wo ist er denn schon wieder? Montage. Haupttunnelsteg. Umkehren bitte. Hier bleibt immer so eine kleine Kante stehen. Ja. Naja, naja, naja. So. Gut, das irritiert mich jetzt aber so ein bisschen hier. Dass die so, die Felsen hier so angestrahlt werden. Das irritiert mich jetzt wirklich so ziemlich. Nee, reicht nicht. Ja, ich muss ja sowieso mal zusehen, dass die Station frei vom Felsen wird. Na, wir wollen ja auch irgendwann mal losfliegen. Na, dann muss ich sie ja sowieso rundrum abbauen. Oder halt befreien. So. Na komm. Hoch da. Hoch. Ja, aber da muss ich dann halt nochmal gucken wegen der Skybox. Naja gut, ich habe auch keine Stahlplatten. Ja, das werde ich jetzt zwischen der Aufnahme wieder machen. Na. So. Na komm. So. Na, wie ich schon gesagt habe, ich denke mal, ich werde den Motor sehr wahrscheinlich nochmal ein ganz kleines Stückchen rausfahren. Na, den Motorabstand vom Tunnelsteg. Sehr wahrscheinlich nochmal ein bisschen. Weiß ich nicht, wie viele Millimeter sind das? Das ist schon fast ein Zentimeter. Hm, 1,9, wie sieht das aus? Hm. Ja, schön wäre es ja, wenn ich ihn so weit rausfahren könnte, dass ich da noch eine Platte hinsetze, ne? Mal gucken, wie weit kann er denn raus?
Ja, du mich auch. Und weil ich mich hier reinsetze, um meinen Anzug aufzuladen. Wie weit kann der Motor eigentlich raus? Das mit dieser Funktion habe ich es bisher auch noch nie großartig gesehen. 20 cm kann er raus. Heftig. Okay. Aber dann wird er sehr wahrscheinlich keinen Platz mehr haben hier großartig. Na komm. Ja. So. Da hat er noch Platz auf jeden Fall. Die Rampe, die dürfte eigentlich auch nicht stören. Festsitzen. Ja, gut, fahre ich mal kurz hoch. Na? Hm. Also irgendwas hakt da gerade. Was auch immer. Hm. Irgendwas hakt, aber ich weiß nicht was. Hier ist es auf keinen Fall. Hier dürfte eigentlich auch alles frei sein. Hier dürfte normalerweise auch nichts haken. So, dann ist sie nach hier hinten auch schon mal frei. Gut. Hinten nämlich auch schon nicht mehr im Felsen. Ach, da habe ich ja noch ein Stahlrohr. Okay. Ja, da unten müsste ich sie denn halt noch befreien. Aber wieso sie sich jetzt nicht bewegt? Hm. Wieso bewegt sich der Steg jetzt nicht? Ist fast. Ja, ihr seht es ja. Sie will sich zwar hochbewegen, aber irgendwie. Was ist 46 Sekunden? Kannst mir nicht sagen, dass das schon wieder leer ist hier. Da sind 8,16 Uran drin. Hä? Hm. Habe ich doch auch ausgestellt. Ja. Hm. Naja. Ja, ja, du mich auch. Gehen wir mal auf 3 Meter. 3 Zentimeter. So funktioniert es dann wieder. Ja, hm. So. Das sind jetzt 20 Zentimeter sein. Hm. Ja, aber der Bohr
Aura schwebt auf jeden Fall jetzt frei. Der Spalt ist auf jeden Fall größer geworden, das stimmt. Oh. Ja, da wollte ich ja den mal sozusagen meinen ersten Tunnel reingraben, damit wir dann schon mal zum Eisenerz kommen. Joa, ich denke mal, ja. Ja, ich muss halt gucken, wie ich das am besten mache. Ja, also auf jeden Fall Minus kann ich nicht machen. Wie viel Platz hätte ich denn hier noch? Ist auch nicht sehr viel. Verbessert Motor, wenn ich ihn mal so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ein, zwei Millimeter nach hinten packe. Machen wir mal 1,2. Haupttunnelsteg. So. Das hat man jetzt fast gar nicht gesehen hier. Nee, also mir kommt das so vor, als wäre es jetzt überhaupt nicht nach hinten gekommen. Ja, verbesserter Motor. Vielleicht noch ein Stück weiter nach hinten. Vielleicht mal auf 3,5 gehen oder so. Das sind 3,5 Zentimeter. Ich weiß nicht, ja. Kann jetzt aber natürlich auch sein, dass es halt dadurch ein bisschen blockiert wird. Ach, mal schauen. Dann dreht der wenigstens so ein bisschen. Ah, ich habe schon wieder nicht dran gedacht, dass ich kein Material, keine. Ich habe auch schon wieder so viel Stein im Inventar. Ach man. So. Nee, aber der muss auf jeden Fall noch ein Stückchen zurück, ja. Damit das denn mal vernünftig schließt da vorne. Upsa. Jo. So sieht das jedenfalls nicht danach aus. Dass das jetzt weiter reingekommen ist. So, erlaubt es den...
bebaubaren Bereich des Motors nach oben oder nach unten zu verschieben. Heißt das denn nicht vor zurück oder was? Ja, doch, so würde er fast abschließen. Das sind doch keine 40 Zentimeter, ey. Das wäre ein bisschen heftig. Ja, aber ihr könnt es ja sehen. Das ist jetzt fast zu dann hier. Also so wäre es denn fast richtig. Und der Motor ist jetzt fast ein... Ja, könnt ihr jetzt auch sehen, also... Ja. Kann ich euch ja nochmal kurz umstehen hier, dann seht ihr das auch. Wenn ich da jetzt auf Null gehe. Ja. Ist der Motor dann halt... sehr viel weiter draußen hier. Na, und die ganze Frontplatte ist zu sehen. War doch meine Vermutung richtig, dass das denn halt den Motor ein bisschen einzieht in dem Sinne. So. Ja, den gehen wir mal auf 40. Jetzt ist der Motor zwar fast anliegend, ne? Aber so ist denn fast die ganze Frontplatte denn hier verschwunden. Und das Ding schließt dann fast komplett ab. So, dann muss ich nochmal den... Ja, ich kann die ja mal kurz erstmal runterlassen hier. So. Ja, na gut. So. Na. Dann bitte, wo ist er denn jetzt? Haupttunnelsteg. Da. Ja, da ist jetzt auf. Dann ziehen wir den auch mal fast ein. Ja, so. Kurz umkehren. So. Jetzt dürfte er normalerweise zu sein hier. Ja. Oder fast zu. Ja, ganz dran will ich ihn auch nicht machen. Ja, da ist schon das Problem. Jetzt geht das ja wahrscheinlich nicht mehr auf. Ja. Könnt ihr schon sehen, der geht nicht mehr auf. Das heißt, ich muss ihn noch ein Stückchen weiter zurückpacken. Ja, und das sind halt diese Kleinigkeiten, woran man sich auch wirklich wieder aufhalten kann. So. Das war jedenfalls zu nah dran. Dann gehen wir mal auf... Weiß ich nicht, 30. Minus 0,30. So, was sagt er denn da? Ja. Nicht sehr viel Platz, du. Hat er schon geschliffen. Eieieiei. Nicht schön. Ja, wenn das nicht schon zu weit war. Ich sehe jedenfalls... Momentan sieht das nämlich jedenfalls danach aus. Oh, naja, doch, passt. Jo. Nochmal kurz runter wieder. Boah, so kann man es lassen. Schleift das zwar ein ganz kleines bisschen. Ja, doch, ein ganz kleines bisschen weiter zurück müssen wir noch. Ja, aber ihr könnt es jetzt sehen, das ist so ziemlich dicht hier jetzt.
Ja, müsste ich dann halt hier auch noch mal ein paar Platten legen. Ja, wie schon gesagt, diese Mechanik, die füllt dann bald diesen ganzen Raum hier aus. So, damit es ungefähr mal gleichmäßig ist. Machen wir das mal so. Boah. Zwar hier vorne ist es ein Stückchen mehr, aber... Naja, naja. Ich muss sowieso gucken. Ab hier kann ich ja erst die Luftschleuse bauen. Wenn ich es überhaupt bauen kann, fällt mir mal gerade ein. Hallo? Entweder mit den Teilen oder... Wo ist es denn? Na, ich glaube es nicht, dass ich sie da drauf bauen kann, das Big Gate. Tja, also was habe ich mir schon gedacht. Da, was machst du da? Ja, und jetzt hat er schon wieder umgebaut. Joa. Das klappt leider nicht. Oder muss ich es doch anders bauen? Aber ich weiß gerade nicht, was mit den Texturen hier los ist. Dann. Ja, ach, man, schon wieder ganz vergessen. Die Zeit ist auch schon wieder um, leider, Leute. Schon beinahe hier wieder komplett in Gedanken. Ja, Leute, das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.